Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Mit dem Anduin, grüß euch. Ja, Helm und Herd, klassische Rollenverteilung, ich bin für die Spikes zuständig. Genau, so viel zu Helm und Herd. Genau, verteidige dein Heim. Irgendwo, Achtung, draußen ist mindestens ein Zombie. Wir haben den die ganze Nacht gehört. Mhm. Und ich glaube, er war jetzt da gerade nur. Kommst du auch? Ach so, ja. Ich hab mir gedacht, du laufst wieder in Kreis. Kann ich machen, ja, aber trotzdem, dann nehme ich dich da weg. Okay, jetzt bist du hier. Oh ja, wir haben ein Loch. Kann natürlich sein, dass die jetzt schon weitergezogen ist. Toll. Da kommt Freude auf. Gell? Und morgen, das ist Tag 7, eine Baustelle. Aber egal, ich wollte sowieso den Boden rausnehmen. Ach so. Dann fange ich mit dem gleich an. Aber das Loch mache ich zu. Das Loch zumachen, ja. Hast du schon Stein? Stein was? Na, wird da. Na, egal. Ah, warte, ich habe einen Flagstone. Na, jetzt hast, du schon, jetzt hast du schon einen Holzblock drin, jetzt reißen wir. Ja, aber ich könnte da die probieren. Ich habe probiert mit den Flagstones. Super. Meine Steinaxt ist in meiner. Was heißt. Hä? So, was denn? Zerlegen. Ja, manchmal ist sehr merkwürdig. So schaut das dann aus. So funktioniert das. Schau. Okay. Gut, na dann, ja, wenn wo was fehlt, werde ich das, glaube ich, mit den Flagstones upgraden. Ja, gute Idee, oder? Ja. Oh, der Geier schreit. Da sind die Flagstones. Da machen wir mal noch 5 Stück dazu. So, du kannst dann hinter mir die Woodspike schon mal reingeben, wo der Boden weg ist. Ach so, wir dann den Boden auch auskleiden. Ja, sie werden wieder unter uns viel herumlaufen, ne? Und wir werden es nicht schaffen, dass sie nicht reinkommen. Ja, stimmt eigentlich. Und die Außenmauer ist nicht wirklich robust. Ich habe momentan 53. Siehst du, die Hauskanten sollten wir aufrüsten, zumindest den einen Block außen. Dass das verstärktes Holz ist. Ja. Säulen stehen eher. Ah super, da kommen wir jetzt da auf den Block unter die Säulen, dass wir den auch noch verstärken. Bei ein paar habe ich es gemacht, nicht bei allen, muss ich zugeben. Alles klar. Ja, warum nehmen wir den Boden raus? Wir hatten in der letzten Staffel das Thema mehrmals, dass sie begonnen haben, den Boden wegzuschlagen und dann waren die Woodspikes, die drauf waren, relativ sinnlos, weil die sind dann. Den haben sie dann vom Boden auch weggeschlagen. Ja, ich glaube, die fallen sogar heute weg. Die fallen sogar, ja. So. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir dann raufkommen. Wo? Ja. Außen irgendwie. Irgendwo werden wir es schon schaffen. Ja, spannend wird auch, was in der Nacht mit der Feralhorde mitkommt. Ob es die Wespen sind wie früher oder ob es die Geier sind. Die Geier. Die Zombie-Geier. Ich nehme mal an, dass es die Wespen sein werden. Die sieht man so dafür überhaupt nicht mehr. Ich habe eigentlich in der letzten Staffel Wespe so normalerweise schon immer gesehen. Wenig, die immer ja, wenig. So. War früher anders. Hoffentlich kann ich bald das Werkzeug auf upgraden und höher skillen. So, und wieder mal ist eine Steinaxt in meiner. Soll ich mal rausgehen, reparieren und schauen, dass ich 3 Reihen zusammenkriege? Spikes? Wie du willst. So. Habe ich. Hoppala. Nicht das, sondern das. Tools mit Ding. Nein. Hier Level 10 und 8. 8 Punkte. So, aber Spikes. Schauen wir mal, ob wir noch mal
in meiner 69er. Ach, das ist nicht, ja, nicht sehr weltbewegend. Bergarbeitermeister, Bergbauwerkzeuge müssen wir auf 10 bringen. Scheiße. So, die Decke ist auch noch nicht fertig. Schauen wir mal. Hat uns was besucht? Du hast da jetzt schon Eisen im Smelter drin. Ja, habe ich. Ja, da können wir eine Nacht über, weil die Feralhorde kommt sowieso, da können wir nichts dagegen machen. Stimmt. Vielleicht den Rest einladen, der jetzt noch nicht drinnen ist. Und ich bin draußen, ich habe offen, gell? Eisenspitzhacken wären dann aber nicht schlecht. Ja, stimmt. Dass wir das Bergbauwerkzeug nämlich nach oben kriegen. Also die Benutzung. Also nochmal Achtung, ich bin draußen und es ist offen. Ja, ist okay. Ja, dann kriegen wir für meiner 69 die nächste Stufe. Mhm. Irgendwo habe ich auch ein Messerchen. Ja. Das werden wir hergeben. Ups, das ist zu nah. Gut. Na dann. Bitte. Okay. Zwei Äxte habe ich schon verbraucht. Okay. Geier, 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 kein Geier. So, die Säule ist hochgerüstet. Da machen wir noch was dran. Ja, Tag 8 wird, wie Sie es gewohnt seid bei uns, wenn ihr schon länger dabei seid, wird ein Zeitraffer sein. Weil nehme ich wir an, da ja. Höchstwahrscheinlich den ganzen Tag verbrauchen mit Reparaturmaßnahmen. Und so ein Zeug halt. Und damit das nicht über zwei Folgen geht, na, werden wir es wieder Zeitraffern in einer Folge. Das ist ja auch eher was Unspannendes. So ist es. Dafür gibt es ja immer die Feralhorden nach der extra Folge, mehr oder weniger. So. Und 8 Spikes habe ich noch. Juhu. So, ich bin dann gleich einmal rundherum. Ich nicht ganz mit 2 Reihen. Also es fehlt die Westseite. Steht da drin eigentlich noch der Kühlschrank oder hast du das nein, jetzt schon alles weg? Habe ich alles weg. Alles klar. Dann noch einmal Steinäxte. Gut, und die kann ich da draußen ja hinschmeißen. Das wird nichts werden mit die. Ich habe jetzt gleich die dritte verbraucht. Okay. So, jetzt ein bisschen schreiben. Du Bescheid, wann ich mir es holen kann bei dir. So, ja. Theoretisch jederzeit. Okay, dann komme ich mal.
Dann kann sie meine Ausdauer wieder erholen. Da hat die Tibra aufgebaut. Ja, sehr schön, das schaut ja schon recht gut aus. So, wo ist sie denn? Hinterm Haus. Ah ja, genau, andere Seite. Dann sollte ich mir vorher aufs Radar schauen. So. Bin da. Okay. Eins, zwei, drei. Warte mal. Ja. Und passt. Vier. Ich hatte schon Angst, aber alles da. Sehr gut. Ich hole mir da noch das Steinchen da oben. Wenn ich mit dem Boden fertig bin, gehe ich dann sofort Bäume fällen. Ja, ja, das ist auch eine Sache. Hast du noch ein paar Spikes? Ich habe keine mehr. Nein, ich habe da alle reingeben, also rausgeben. Okay. Müssten 30 in der Kiste gewesen sein. Habe ich alle genommen. Sehr gut. So. Aber ich kann mit dem restlichen Holz, was ich da habe, kann ich schon wieder mal welche bauen. Holzstacheln, ne? Sind da. Da unten ist ein Dicker. Im Südosten. Okay. Kommt er zu uns? Oder? Ja, er steht herum. Okay. Das ist halt immer so was, ein bisschen Clay, ein bisschen Holz. Von allem wird was gebraucht. Und am Anfang geht es halt ziemlich zart. Ja, die Stadt wird sehr interessant, glaube ich. Jo. Gehen wir dann auch an. Also sobald wir mit den Reparaturarbeiten fertig sind, dann gibt es Loot-Tour in die Stadt. Eine Wanderhorde kommt genau auf unser Haus zu. Okay, kommst du rein, oder? Nein, das wird sich nicht mehr ausgehen. Ziehen wir es weg vom Haus, oder? Yep. Gut, ich welche komm. Oh Gott. Egal, einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Wo ist sie? Sie kommt von der Stadt drauf, genau auf dich zu. Ah ja, ich sehe sie. So, ich ziehe sie mit. Okay, ich laufe auch in die Richtung, mache da einen großen Bogen retour. Alles, was nicht mitkommt mit mir, müsstest halt dann... Irgendwie. Genau. Aber ich glaube, einen Großteil habe ich hängen. Okay. Ich werde auch nicht wirklich schießen auf die, sondern ich schaue nur, dass wir sie wegbringen. Ich hoffe, die drehen dann nicht wieder in die Richtung. Ich glaube, dass alle... genommen, wie gesagt. Ja, einzelnen habe ich zuerst verloren, habe ich gesehen. Ups, das ist toll. So, ich hoffe, die sehen wir, oder? Wow, war das bei dir so laut? Ja, ja. Ja, da drehen schon welche. Oh. Ja, und mitten rein in den Spikes. Das wird nichts bringen, Lady. Kommt schon. Ja, haben wir nicht mal was. Der Scheiße, die sind jetzt so unterschiedlich von der Geschwindigkeit, dass ich die Hintern verliere alle. Mhm. Oh, eine Big Mama. Ja, drei, glaube ich. Zwei oder drei sind in der Gruppe. Zwei. So, aber ich glaube, jetzt habe ich sie alle über die Kante. Okay. Kommt schon. Eine ist noch hinten nach, aber die... Ah, die kommt jetzt zu mir. Big Mom? Nein, so eine mit blauem Shirt. Na, komm schon. Ihr haltet uns von der Arbeit auf. Könntet ihr euch verpissen.
Ja, das wollen sie ja, uns von der Arbeit aufhalten. Schimmliges Brot. Wie schaut es aus bei dir? Heftig. Okay. Okay, die stehen da jetzt alle rum. Trotzdem brauchen Holz. Rennst du mit denen in den Kreis? Oh, da ist ein Geier auch. Ja, ich sehe ihn. Shit. So, ich glaube, sie sind jetzt ziemlich nördlich von unserem Haus. Das heißt, wenn sie nach Osten weiter wandern, sollten sie an uns vorbei. Ah, da stehen noch einige, aber okay. Ich höre ihn. Der Zombie-Geier. Okay, sie wandern ab Richtung Steppe. Ja. Wenn wir unser Häuschen bauen, wünsche ich nicht in der Nähe der Steppe zu bauen. Ja. Bist du dafür? Mhm. Ich bin gern, ne? Ja. Mhm. So. So, ich hoffe mal, dass das funktioniert hat. Ja, ich habe zwei erledigt rundherum. Der Großteil ist da jetzt nördlich von unserem Gebäude, also. Den, ja. So. Dann wieder rein. Ist dabei aufgebaut. Mhm. So, Snowberries, das Frühstück der Champions. Ja, die habe ich auch noch vor mir. Die werde ich jetzt gleich mal einschmeißen. So, ich habe da irgendwo ein Loch angefangen. Ah ja. Ah, da unten ist noch so ein dämlicher. Vier Stück gehen ja immer. Vier gehen? Vier, ja. Also bei mir gehen vier. Okay. Keine Ahnung, wo es das abhängt, aber ich glaube vier gehen immer.
beim fünften wird dann das Risiko sehr hoch. Okay, die Schaufel ist auch bald ex. Macht aber nichts. Es sind noch immer welche unterwegs. Die Flagstones im Hintergrund und die Cobblestone Rocks laufen lassen ist gar nicht so ungeschickt. Bringt ein bisschen was. Ach, ich kann nicht mehr laufen und ich bin hunted. Was da? Ja. Oh gut, jetzt. Rund ums Haus. So, ich bin vor dem Haus. Wer stört? Genau. So, dann würde ich mal scrappen. Die ist, glaube ich, am Ende. Noch ein Bäumchen suchen. So. Woodlock Spikes, die brauchen wir. Oh, 15 immerhin. Ich laufe da draußen. Ja. Okay. Wir brauchen ja Holz. Jupp. So, aber das mit dem Boden habe ich gleich. Ah, das ist gut. Okay, die ist am oh. Ende. Sie ist jetzt am Anfang, man hat halt überhaupt nichts. Scheiß Werkzeug, kann ich alles müssen. Stimmt. Da war da alles ewig. Ist das bei dir? Keine Ahnung. Oder in meinem Ohr? Nachdem wir beide beim Haus sind. Nein, ich bin ein Stückchen weit weg. Okay. Langsam gewöhne ich mich an die Tastatur, also an die Maus. Mausbelegung. An die Mausbelegung, ja. Aber ich sehe da keinen. Ja.